Insanity, meine Besten, hier ist für euch Marc und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening DX. In der letzten Folge haben wir die Tauschsequenz begonnen, haben uns den Wurmschlüssel geholt, nachdem wir Tarin aus einer grausigen Waschbärverwandlung erlöst haben, die ihn irgendwie auch richtig asozial gemacht hat uns gegenüber. Und ja, wir haben uns das Zauberpulver geholt und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir mit Hilfe des Wurmschlüssels in den Wurmpalast gelangt, in das erste Level, den ersten Dungeon des Spiels. Und wir finden hier direkt diese, ja, diese unbesiegbaren Gegner, die wir nur besiegen können. Also besiegbar machen können sozusagen, indem wir sie einfach von der Plattform werfen. Und finden unseren ersten kleinen Schlüssel. Tja, ganz typische Sachen. Und aua, Mann, nee, also mit diesem, mit diesen Feuerfackeln habe ich nicht gerechnet. Und hier finden wir den Kompass. Der Kompass funktioniert anders als noch in bisherigen Teilen. Hier steht es auch gerade, wir kriegen ein akustisches Signal in einem Raum mit Schlüssel. Ja, das heißt, wir sehen nicht nur, wo Truhen sind, wenn wir die Karte haben. Beziehungsweise auch sonst eigentlich. Ja, also wir sehen jetzt gerade, wo die Truhen sind. Ja, aber wie gesagt, nicht nur das. Nein, es wird uns auch dieses Geräusch angezeigt, wenn in einem Raum ein Schlüssel ist. Denn Schlüssel müssen nicht zwingend in Truhen sein. Also in diesem Fall sind es zum Beispiel wieder, aber es muss nicht zwingend sein. So, besiegen wir erstmal diese Skelette hier. So, durch dieses Ding da oben könnten wir durch, wenn wir wollten. Wir werden aber gleich einen anderen Weg nehmen. Holen uns hier aber erstmal die Karte. Mit Schlag können wir einen Blick auf sie werfen. Und jetzt sehen wir, wie der Dungeon aussieht. Hat ein bisschen was von einem Mungli, aber nicht so wirklich. Generell haben diese Dungeons jetzt nicht wie das erste Legend of Zelda so wirkliche Formen oder so. So, hier finden wir wieder einen Haufen Keys und so weiter. Also das hier ist wirklich der typische Standard-Zelda-Anfangs-Dungeon. Also wirklich zu 100%. Da ist kein großer Unterschied zu sonst. So, nochmal dicke Rubine abgesahnt. So, und hier finden wir wieder Antifeen. Jetzt weiß ich endlich, wie sie heißen. Diese leuchtenden Viecher heißen Anti-Fairies auf Englisch. Ich weiß gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißen, aber ja, Antifeen. Und deswegen, wenn wir sie jetzt mit Zauberpulver bestreuen, müssten sie, ah, nee, Schwachsinn. Nein, das klappt nicht. Ich überlege gerade, wo wir lang wollen. Ich glaube, wir wollen, nee, wir wollen erstmal links lang. So, hier sehen wir wieder eine rissige Wand, denn wie in A Link to the Past auch schon, finden wir auch hier, ja, durch akustische und visuelle Hinweise heraus, dass wir dort durch könnten, wenn wir jetzt Bomben hätten. So, auch diese Blade Traps sind wieder volle Kanne da und da oben sehen wir so eine seltsame Eule, mit der wir momentan aber noch nichts anfangen können, das kommt später. Oh, ich frage mich, was ich hier tun muss. Oh mein Gott, ich habe das Rätsel gelöst. So, das hier sind Starris, fiese Gegner, die wir erst, Jesus, die wir erst umdrehen müssen. Ja, bevor wir sie besiegen können mit dem Schild. So, und hier haben wir Goombas. Auf Goombas können wir draufspringen oder sie einfach so töten. Ja, sind Mario-Gegner und wir sehen, wir haben hier also auch so eine kleine 2D-Plattforming-Passage. Also ja, das Spiel versucht auch so ein, zwei andere kleine Elemente mit einzubinden. So, hier haben wir ein fliegendes Herz. Da kommen wir nicht ran. So, vorbei an den Blade Traps. Und wir finden unser erstes Dungeon-Item. Im Gegensatz zu A Link to the Past brauchen wir diesmal keinen Master-Schlüssel für das Item. Und hier haben wir die Greifenfeder, die es uns erlaubt, große Sprünge zu machen. Und ja, tatsächlich, wir dürfen endlich in Zelda springen. Gewöhnt euch nicht dran, das hier ist ja, vorübergehend das einzige Spiel, das uns genau das erlaubt. Aber dadurch können wir jetzt zum Beispiel diese Goombas hier umgehen. Fun Fact über die Goombas, wenn wir auf sie draufspringen, lassen sie immer ein Herz fallen. Sind also ganz gut, wenn man ja, wenn man ein bisschen Leben farmen möchte. Oh, nein. Das war jetzt nicht so ganz geplant, aber gut. Dann auch so. Ja, und wir sind dadurch jetzt natürlich wesentlich agiler. Wir können über zahlreiche Gegner auch drüber springen, wenn wir wollen. Nein, euch möchte ich jetzt noch nicht. Ach ja. Nee, haben wir einen Schlüssel? Ja, wir haben sogar einen Schlüssel. Supidupi. Also weiter hier. Und hier finden wir
den großen Schlüssel. Und damit lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen. Für jeden Dungeon. Und ja, das ist also an sich alles, was wir brauchen. Wir haben die wichtigsten Items, die wir finden können. Und müssen jetzt eigentlich nur noch versuchen, diesen Stahlfoss zu besiegen. Können hier durch die Tür. Hatten wir echt schon 3 Schlüssel gefunden? Meine Güte, wir waren ja echt flott. Und ja, wenn wir unbedingt wollen, können wir auch noch hier hingehen. Diese Gegner, deren Namen ich nicht kenne, haben also diese Zeichen von Kartenspielen. Karo, Ass, nicht Ass, Karo, Herz, Kreuz und Pik. Und wir müssen jetzt versuchen, was mir jetzt gerade nicht so gut gelingt. Ah, jetzt ist es auch egal. Alle drei mit dem gleichen Symbol zu stoppen. 3, 4. So, dann sterben sie. Und wir finden den Schnabel aus Stein. Im Original Link's Awakening war dieser Schnabel eine Steinplatte und auch diese Eulen dort waren eigentlich nur Steintafeln, in die wir eben was einsetzen mussten, um sie komplett lesen zu können. So, und das sind an sich so unsere Hinweise, die wir in den Dungeons bekommen. So, hier also erst musst du die Schlachis mit dem Schild berühren und so weiter, alles was ich schon weiß. Insofern brauchen wir diese Statue nicht wirklich zwingend. Ich werde versuchen, die Schnäbel zu finden. So, dieser Mini-Boss, dieser Zwischenboss hier, ist piss einfach, zumal wir momentan die doppelte Angriffskraft haben. Aber auch ansonsten ist er nicht wirklich schwer. Und wenn wir einen Zwischenboss besiegen in Link's Awakening, finden wir einen Wahrpunkt zurück zum Anfang des Dungeons. Ist also gar nicht so verkehrt, gerade wenn ihr euch wieder aufrüsten wollt oder dergleichen. So, wir könnten zum Boss, aber gehen wir erstmal hier durch und hier finden wir seltsame Pflanzen, die erwachsen und oh mein Gott. Makaber. Makaber Link's Awakening. Äußerst makaber. Aber gut, ja, gehen wir einfach mal zum ersten Boss. Ich meine, so schwer kann er ja nichts. Maldam! Ah! Nein! Hinfort! So, also, Boss, Boss, raus! Ja, die Bosse reden mit uns, wenn wir. Ah, und. Ja, wir haben ihn mit 2 Schlägen besiegt. Das war Moldorm. Und ganz ehrlich, viel schwerer wird's nicht. Manche sagen sogar, Moldorm sei der schwerste Boss des ganzen Spiels, weil man auch hier wieder runterfallen kann. Ja, also an sich hat Moldorm genauso funktioniert wie auch sein A Link to the Past Counterpart. Einfach auf die Schwanzspitze hauen, war auch ziemlich offensichtlich, denke ich. Und ja, viel mehr gab es da nicht sozusagen. So. Aber ja, wir haben den ersten Dungeon hinter uns gebracht. Haben ihn abgeschlossen. Und finden jetzt das erste Instrument der Sirenen. Die Muschelgeige.